Jo Leute, was geht ab? Ich bin's wieder, euer Max. Damit herzlich willkommen zu einem weiteren Detektiv Conan Video und heute gibt es den zweiten Q&A Part. Ich habe mir noch ein paar Fragen rausgesucht aus den Kommentaren. An der Stelle vielen Dank an euch für das Fragenstellen, für das Interagieren, für den Support auf dem letzten Video. Unfassbar. Generell auch der Support momentan ist wirklich extrem krass. An der Stelle vielen Dank an euch. Und da ich jetzt natürlich nicht alle Fragen rausgenommen habe, sondern mich nur für zwei entschieden habe, die eben thematisch zusammenpassen, keine Sorge, Leute, die restlichen Fragen werde ich auch noch beantworten. Sowohl die aus den Kommentaren als auch die vom Discord, die noch übrig sind. Und zwar mache ich das Ganze in einem Livestream. Dieser Livestream wird diesen Donnerstag stattfinden. Gegen 20 Uhr, da werde ich die restlichen Fragen noch beantworten. Und ihr habt natürlich dann auch die Möglichkeit, parallel im Chat weitere Fragen zu stellen. Ich werde dann auch auf die Fragen eingehen. Wir können ein bisschen miteinander quatschen und einfach einen gechillten Abend haben. Deswegen checkt auf jeden Fall dann da den Kanal ab. Sollte jetzt aber auch genug Werbung dafür sein. Ich würde sagen, wir starten dann jetzt auch mal direkt rein. Und die erste Frage kommt von Zymi. An der Stelle Grüße gehen raus an dich. Und Zymi fragt hier, wird Conan in Klammern Shinichi für immer klein bleiben oder wird er wieder groß werden? Und das ist natürlich eine Frage, die sehr, sehr viele Leute beschäftigt. Die Frage habe ich bestimmt auch schon 100.000 Mal gestellt bekommen in meiner Zeit hier auf YouTube. Denn das ist ja wirklich so ein Thema, was in Detektiv Conan wirklich sehr präsent ist. Es ist halt eben eines der wichtigsten Themen und eines der größten Themenfelder in Detektiv Conan, dass Conan bzw. natürlich Shinichi versucht, ein Gegenmittel zu erlangen, um natürlich wieder Shinichi zu werden, seinen alten Körper zurückzubekommen, sein altes Leben zurückzubekommen. Und das war ja eigentlich auch so das erste Ziel, was sich eben der werte Shinichi damals gesetzt hat. Er wollte am Anfang einfach nur seinen alten Körper, sein altes Leben zurückbekommen und hat ja dann erst im Laufe von Detektiv Conan sich auch noch dazu entschieden, die Männer in Schwarz, diese Organisation, die will ich zerschlagen und gerade deswegen, weil es eben ein so sehr wichtiges Themenfeld in Detektiv Conan ist, kann ich es mir einfach nicht vorstellen, dass Conan am Ende nicht zu Shinichi wird beziehungsweise halt eben ein Gegenmittel erhält, denn mit Eihaibara haben wir ja schon den perfekten Charakter beziehungsweise das Bindeglied, was wir nachher dafür brauchen werden, ein Gegenmittel herzustellen und es würde einfach für mich falsch sein in Detektiv Conan, wenn wir so lange dieses Werk verfolgen, denn dieses Werk ja auch ein Happy End erreichen soll, für einige Charaktere schon bestätigt, für Ranmori unter anderem. Seien wir mal ehrlich, die großen Themenfelder in Detektiv Conan ist zum einen die Romanze zu Ranmori natürlich von Shinichi ausgehend, dann natürlich die Frage des Gegenmittels, dass Shinichi wieder seinen alten Körper zurückbekommen will und natürlich die Zerschlagung der schwarzen Organisation und all diese Themenfelder sind auch miteinander verbunden. Gelingt es Conan, die schwarze Organisation zu zerschlagen, erhofft er sich daraus eben ein Gegenmittel irgendwie herstellen zu können, beziehungsweise dass Eihaibara das irgendwie herstellen kann, worauf aufbauend dann natürlich die Beziehung zu Ranmori gefestigt werden kann. Die können dann wirklich zusammenkommen und haben nicht hier einfach jetzt so eine, naja, Online-Beziehung gefühlt, beziehungsweise nur übers Telefon. Deswegen ist es für mich ein wichtiger Schritt, ein notwendiger Schritt, um dieses Werk zu beenden, dass eben Conan wieder zu Shinichi wird, dass er eben ein Gegenmittel erhält und am Ende von Detektiv Conan eben halt wieder als Shinichi unterwegs ist und dass dadurch dann halt natürlich eben auch das Happy End auch geklärt werden kann. Ich hatte diese ganze Situation bezüglich des Happy Endes für Ranmori ja schon im letzten Q&A-Part angesprochen. Ich weiß, es ist so eine gewisse Dilemma-Situation. Allerdings habe ich ja schon einen Lösungsweg vorgeschlagen dafür. Check dafür einfach das letzte Video ab. Aber um die Frage vielleicht noch ein bisschen zu erweitern, bei Conan kann ich es mir eben sehr, sehr gut vorstellen, beziehungsweise ich bin mir eigentlich 100% sicher, dass er am Ende wieder zu Shinichi wird. Aber bei Eihaibara sieht das Ganze für mich persönlich ein bisschen anders aus, aber da können wir ja vielleicht ja dann im Stream nochmal drauf zu sprechen kommen. Deswegen, das wäre meine Beantwortung der Frage. Ja, ich gehe sehr, sehr stark davon aus, dass Conan am Ende zu Shinichi wird, beziehungsweise dass Shinichi halt am Ende einfach wieder am Start ist, dass er ein Gegenmittel hält und dann halt sein normales Leben wieder leben kann, denn ohne das wäre für mich Detektiv Conan nicht perfekt abgeschlossen. Es ist für mich ein notwendiger Schritt, um dieses Werk eben in ein würdiges Ende führen zu können. So, und genau hier setzt jetzt auch schon die zweite Frage ein, die ich mir ausgesucht habe, die eben zu diesem Kontext auch passt. Und zwar kommt diese Frage von Seiten 1mm. An der Stelle geiler Name, Alter. Immer noch 1mm mehr, als wenn ich Seiten auf Kontostand machen würde an der Stelle. Und er fragt hier auf jeden Fall, endet Detektiv Conan, wenn Conan wieder zu Shinichi wird? Oder wird es dann erstmal auch viele Folgen geben, nachdem er wieder Shinichi wurde, beziehungsweise zu Shinichi wurde? Und das setzt jetzt hier ja perfekt an, deswegen habe ich die Frage auch rausgesucht. Ich gehe ja schon sehr, sehr stark davon aus, dass Conan wieder zu Shinichi wird. Ja, ich glaube schon, dass Detektiv Conan dann zu Ende gehen wird, denn die Serie heißt ja nicht umsonst Detektiv Conan. Es geht eben um Conan. Conan ist der Hauptprotagonist der Serie und das hat Gosho Aoyama damals ja auch nicht ohne Grund so gewählt. Es wird wahrscheinlich darauf zurückzuführen sein, dass natürlich Conan die Zielgruppe besser anspricht, weil halt die ursprüngliche Zielgruppe auf jeden Fall eben Kinder sind. Das ist ja immer noch so ein Shonen-Ding, schätze ich mal. Da war es natürlich eine logische Schlussfolgerung eben, dass es sinnvoll ist, den Charakter in dieses Kindesalter zu bringen, damit sich die Kinder auch besser damit identifizieren können etc. Und es wurde nicht umsonst so gemacht, die Serie heißt Detektiv Conan und daher denke ich auch, dass wenn Conan wieder zu Shinichi wird, es nicht unendlich lange weitergeht. Vor allem halt eben im Manga, denn ich denke mal, Gosho Aoyama möchte das Werk langsam auch zu Ende bringen. Man merkt das Ganze auch daran, dass das Pacing in Detektiv Conan seit Band 92 spätestens extrem zugenommen hat. Wir haben jeden Fall eigentlich immer irgendetwas Wichtiges mit drin, irgendetwas in Bezug
Bezug auf den Kampf gegen die schwarze Organisation, in Bezug auf Rom, in Bezug auf sonstige sehr, sehr wichtige elementare Handlungselemente. Deswegen glaube ich nicht, dass eben Gosho Aoyama, wenn Conan wieder zu Shinichi geworden ist, am Ende eben, beziehungsweise im Zuge des finalen Kampfes, des finalen Arcs, glaube ich nicht, dass Gosho das Ganze noch ewig in die Länge ziehen wird. Und er wird natürlich einen Epilog schreiben, also er wird die Story noch zu Ende bringen, er wird die Handlungsstränge alle noch beenden und halt eben auch gerade diesen Storystrang Ranmori. Shinichi Kudor wird er auf jeden Fall auch noch behandeln, davon gehe ich sehr, sehr stark aus, aber ich glaube jetzt nicht, dass wir dann noch ewig viele Bände erwarten können. Bezüglich Shinichi ermittelt als Detektiv oder so, das kann ich mir nicht wirklich vorstellen, was der Anime natürlich hingegen macht, wo ja auch deine Frage darauf abzielt, eben mit den Folgen. Das steht nochmal in den Sternen, denn der Anime ist ja sowieso ganz besonders, wenn es darum geht, Filler zu machen. Wir sind mittlerweile ja wirklich auf Filler-Puden-Level unterwegs, deswegen dem Anime ist alles zuzutrauen. Ich denke zwar nicht, dass da dann noch ewig viele Filler folgen werden nach dem Ende von Detektiv Conan, beziehungsweise nach dem Ende der Manga-Kanon-Handlung. Dennoch weiß man natürlich nicht, was der Anime machen wird. Ich denke mal, das Potenzial ist auf jeden Fall da, dass man rein theoretisch natürlich noch weitere Fälle machen könnte, die Shinichi löst, dass man auch Filme machen könnte, wo Shinichi der Hauptprotagonist ist. Aber das Ganze würde für mich persönlich dann eben Detektiv Conan verfehlen, das Ziel verfehlen, denn es geht halt eben um Conan Edogawa. Es geht um den Kampf gegen die schwarze Organisation, beziehungsweise halt wieder um ein Gegenmittel zu erlangen, um halt die Beziehung mit Ranmori etc. aufzubauen. Und es passt für mich einfach nicht, wenn er danach noch ewig viel gestreckt wird mit Shinichi eben in der Hauptrolle. Es wäre natürlich cool für mich persönlich, weil ich mag Shinichi Kudou deutlich mehr als Conan Edogawa, aber ich kann es mir wirklich nicht vorstellen. Das heißt, um deine Frage jetzt hier nochmal final zu beantworten, Detektiv Conan geht meiner Meinung nach zu Ende, wenn Conan wieder zu Shinichi wurde, natürlich nach einem Epilog, wo wir das Ganze nochmal auserzählt bekommen, ein schönes Ende und dann ist es auch vorbei. So, und weil wir gerade so in Endstimmung sind, ich über das Ende von Detektiv Conan gequatscht habe, sind wir auch am Ende des Videos angekommen. Ich hoffe mal, ich konnte die Fragen in eurem Sinne beantworten. Ich danke euch vielmals dafür. Vergesst auf jeden Fall nicht, im Livestream einzuschalten, um die restlichen Fragen natürlich noch beantwortet zu kriegen, beziehungsweise mir auch weitere Fragen zu stellen. An der Stelle nochmal gesagt, fetten Dank für den Support. Meine Stimme ist heute ein bisschen down, entschuldigt, falls das Video dadurch ein bisschen schlechter war als sonst. Ich versuche mich dazu besser, meine Videos vielleicht auch mal zu besseren Zeiten aufzunehmen, aber heute geht es einfach nicht anders. Deswegen entschuldigt das. Ich wünsche euch noch einen wunderbaren Tag. Lasst gerne noch eine positive Bewertung da. Bis dahin, haut rein und ciao.